So, hallo und willkommen bei dem Dunkelschamanen mit dem neuen Patch 5.4. Zuerst gleich eine sehr wichtige Anmerkung, und zwar dürft ihr mit diesen nicht in den Raum drinnen kämpfen, sondern ihr zieht sie gleich mal raus auf die freie Fläche, da ihr einfach den Platz brauchen werdet, um dementsprechend gut ausweichen zu können. Ihr kämpft gegen zwei Schamanen, welche auf zwei Kriegswölfen sitzen, und zuerst tötet ihr mal die Kriegswölfe. Und währenddessen schnappen sich die Tanks die Schamanen. Die Kriegswölfe sollten sehr, sehr schnell down gehen. Also ihr könnt euch vielleicht sogar überlegen, schon Kampfrausch gleich am Anfang zu nehmen, damit die so schnell wie möglich nur sterben. Und ihr dürft auch nicht vor diesen Wölfen stehen, dass sie so einen Cleave nach vorne machen, weil er ca. 600.000 Schaden macht und euch schon töten könnte. Sobald die Wölfe down sind, hat eben jeder Tank einen Schamanen, und ihr solltet dann versuchen, diese etwas weiter auseinander zu tanken und nur kurzzeitig, wenn mal gerade keine Fähigkeiten angekündigt werden, diese zusammenziehen, um Damage spreaden zu können. Aber ansonsten ist es wichtig, diese auseinander zu tanken, einfach da die Fähigkeiten wie das Gewitter oder auch dieser grüne Pfad, der am Boden kommt, den ihr gleich sehen werdet, wo dann die Ads erscheinen, der geht immer random auf irgendeinen Spieler. Und das kann sich dann schon durch den gesamten Raum ziehen. Wie ihr hier gerade seht, der Wirbelsturm, da müsst ihr natürlich ausweichen. Und auch, was man hier etwas schlechter sieht, diese knisternde Wolke, weil jetzt in der Nähe des Schamanen sich befindet, daraus entsteht dann der Wirbelsturm. Aber die macht auch schon sehr, sehr viel Schaden. Also da solltet ihr unbedingt rausmoven, so schnell ihr nur könnt. Und immer ein bisschen euer Interface im Blickfeld haben. Denn ihr bekommt schon Schaden, wie ihr es jetzt gerade gesehen habt, von dem Wirbel, bevor der Wirbel eigentlich entsteht. Also wenn ihr einfach Schaden bekommt, dann gleich mal wegmoven. Hier haben wir nun die Fähigkeit, welche Ads spawnt. Das hat uns hier beim ersten Teil ein bisschen überrascht. Aber die Ads haben nur 400.000 Leben und die können dann ganz gut praktisch gebombt werden. Daher, und sie sind auch sehr langsam. Also sobald die Ads spawnen, macht am besten jeder die Idee mal was drauf und ihr läuft dann einfach weg. Und sie können euch praktisch nicht einholen. Wichtig ist halt, sobald ihr am Laufen seid, dass ihr nicht, euch nicht von einem der Wirbel treffen lässt. Und somit dann praktisch nicht konstant Schaden erhaltet. Also einfach, wenn ihr Schaden bekommt, gleich mal ein paar Meter weiterlaufen, solange bis ihr keinen mehr habt. Die HP der beiden Bosse sind gelinkt. Also sie haben über 400 Millionen. Ich glaube, es waren 415. Das heißt, also ihr macht einfach, auf, egal auf wen ihr Schaden macht, oder ihr multidottet beide, um diese dann runterzubringen. Sobald sie 30% erreichen, gibt's noch, ziehen sie sich selbst Kampfrausch und erhöhen damit natürlich ihren Schaden nochmal erheblich. So, wie ihr hier schon sehr schön sehen könnt, hat doch noch der Schamane das Feuertotem gestellt. Also die Fähigkeiten wie Wirbel und Giftwolke oder die Ads wird immer über die Totems praktisch, die Schamanen stellen, ausgelöst. Und daher könnt ihr dann schon gleich am Anfang sehen, wie weit ihr praktisch weglaufen müsst. Hier diese Elementare, welche hier eine gerade Linie bilden. Da dürft ihr natürlich nicht reinlaufen, da die machen sehr viel Schaden. Und aus dem Feuertotem, wo jetzt gleich der Komet einschlägt, da müsst ihr natürlich rauslaufen, denn ansonsten stirbt ihr einfach. Wie ihr hier sehr schön sehen könnt, hier rechts gibt es nochmal das Feuertotem, gleich wieder mit einem Kometen, der einschlägt, und die Elementare bleiben aber vom ersten Totem hin stehen. Ja. Somit blockiert ihr euch dann, je länger der Kampf dauert, immer mehr die Wege. Und daher ist es wahrscheinlich sehr, sehr sinnvoll, sich auf einer Ecke zu einigen, wo praktisch beide Bosse getankt werden, und sich konstant damit den Raid in eine Richtung zu bewegen, einfach um genügend Platz zu haben und ja, dem ganzen Effekt dann ausweichen zu können. Was hier noch ein erheblicher Nachteil ist, was vielleicht Blizzard nicht ganz dran gedacht hat, sind die Erhebungen. Das kann dann praktisch einen Nachteil geben in Bezug auf Heal Range oder irgendwelchen AOE-Effekten oder bei Mage das Blinzeln oder so, dass dann das nicht den gewünschten Effekt erzielt. Ansonsten handelt es sich um einen sehr, sage ich mal, anspruchsvollen Boss. Also wenn ihr euch gut aufteilt und vor allem die Fähigkeiten im Auge behaltet, sollte dieser soweit kein Problem sein. Je länger der Kampf dauert, umso schwieriger wird es natürlich, wie ihr hier
schon sehen könnt, nach relativ kurzer Zeit entstehen schon sehr, sehr viele Wirbeln, sehr, sehr viele toxische Felder, was natürlich auch einen relativ hohen Rage-Schaden, wenn die Leute dort nicht rausmoven, mit sich bringt. Also da immer rausmoven, so schnell wie es geht, und dann solltet ihr mit dem Boss kein Problem haben. Sollte es Fragen geben, stellt diese einfach in den Kommentaren, und ansonsten seht euch die anderen Videos an, damit ihr bestens auf die neue Instanz vorbereitet seid.